Hallo Leute und willkommen zurück zu FIFA 18 in einer kleinen Runde. Und zwar spielen wir wieder mit dem Pro McGregor. Ja, und der ist ja bei Erda und ein Schotte. Und jetzt haben wir hier einfach Rune, Alming, Jagdstein und der gerade voll verkackt. Naja. Wolfuß und Frank Buschmann begrüßen Sie. Das ist nicht seine Schuld, das ist schon meine, aber ja. Wir haben im letzten Part festgestellt, dass wir hier einfach eine englische Woche haben. Gegen Hoffenheim. Also wirklich eine hart eine englische Woche gegen Hoffenheim. Wir spielen jetzt im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Hoffenheim. Ja. Und direkt danach ist Hoffenheim auch wieder dran. In der Bundesliga. Das ist wirklich. Da passt er auf und geht dazwischen. Akpoguma. Kalerabek. So. Dem hierbei. Jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt vielleicht. Da passt der Klasse auf. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Nicht gut vom Verteidiger. Und jetzt die Chance. Nein, der Haken nach innen und dann abziehen hat nicht geklappt. Den Ball kann er abfangen. Und was war das für ein Pass nach vorne, Alter? Jetzt vielleicht. McGinnis. Bam. So sieht's aus. Rein mit dem Ding. Das Runde muss ins Eckige. So, Jungs. Und wer hat den ersten DFB-Pokalsieg seit ever, glaube ich. Sie haben ihn zumindest noch nie gewonnen, seitdem das Finale im Olympiastadion stattfindet. Weil Hertha noch niemals das Finale im Olympiastadion hatte, im DFB-Pokal. Wurde zumindest so gesagt auf Sky bei Herthas erstem DFB-Pokalspiel diese Saison. Also. Ich schieb die Schulter auf Sky, falls da irgendwie was Falsches erzählt wurde. Boah, Junge. Der holt sich die Bälle einfach in dem eigenen Strafraum. Lässt drei Hoffenheimer hinter sich. Ignoriert zwei. Jetzt schießt er. Und jetzt die Chance. Boom! Und dann bringt er ihn auch noch zu Ibisevic und der macht das Ding. Bam, Junge. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Nieder mit der TSG. Das ist ein ehemaliger Hoffenheimer, oder? Niklas Stark. Oder ist der, nee, der ist glaube ich zu Schalke als Schalke abgestiegen, das hat er nicht gespielt oder sowas? Ich glaube, das ist ein ehemaliger Hoffenheimer. I really don't. Pass auf die Außenbahn. Ist kein Bayern-Spieler. Da kenne ich die Story einfach nicht. Ist halt einfach so. Weißt du, ich bin halt Bayern-Fan und da ist halt. Sie sitzt doch gerade wieder schön im roten Bayern-Trikot hier, also vielleicht gibt uns das hier jetzt ordentlich Power und boah, was war das denn für ein Ding, Junge? Was das für ein Torfestival? Nieder mit der TSG, nieder mit der TSG. Ich habe übrigens nichts gegen die, aber es lässt sich einfach gut als Spruch sagen hier für das Video. Also falls ihr Hoffenheim-Fan seid, mi dispiace. Das gibt's, aber vielleicht auch eine Verwandlung. Ach so, für die! Er stellt die Ibisevic ein Bein. Wer kriegt den Freistoß? Die Hoffenheim. Ja. Sauber. Alter, ey. Das Ball getrennt hier. Kalou.
Ja, den werde ich leider nicht los, Und aber jetzt haben Sie den Ball. ich würde ihn gerne hier So loswerden kann er nicht. wegen seinen Ansichten zum ganzen Nochmal. Covid-19-Zeugs und dass er da, naja, aufgrund seiner Aktionen, ihr habt das, denke ich, alle mitbekommen am Anfang der Pandemie. Gut gearbeitet. Er hat den Ball. Ich habe schon einmal geschafft, mit ihm Plattenhardt. eine gelb-rote Karte zu bekommen, indem ich mich einfach aggressiv Die in empfangen alles den Ball reingegrätscht wieder. bin, was nicht nied- und nagelfest Oh. war. Ja. Aber wir befinden uns erst in der ersten Hälfte und ich habe trotzdem noch Lust, das Spiel zu gewinnen, wenn der hier aufgestellt wird in der Startaufstellung. Deswegen. Ach, YOLO. Gut gemacht, gutes Technik. Okay, das könnte wichtig Ibišević. sein. Handy, Trinks. Okay, wait, ich muss mal kurz darauf gucken, das könnte wichtig sein. Okay. Ja, ist wichtig. Ich habe jetzt mehr Zeit zum Aufnehmen. Sick spielt Super Smash Bros. Ultimate. Ist der zufällig live gegangen? Nö, dann hätte mein Kann Handy er da gepiept. nicht. Rom. Und jetzt die Chance. Den hält er Oh, gut. Junge, das ist Vor einer Mannschaft im Hunealmingjahrstein. Anstoß. Bam, Alter. Sauberes Tackling und so haben wir jetzt Haraguchi. Ballbesitz. McGeady. Zack, zack. Boom. Los, Er lass sie treibt alle da hinter nach hier. vorne ein Er starkes lässt sie alle Duell. hinter sich. Er lässt sie alle hinter sich. Er schießt. Den Ball hält er gut. Gut. Norfight. Rickig. Oh Leute, der geht durch! Der geht durch! Und jetzt der Ball im Aus, da stand er zu sehr unter Druck. Das war Kacke. Aber ja, Ibisevic hat jetzt leider McGeady. schon die typischen Erscheinungen, die ältere Fußballspieler in FIFA Der immer so Eindruck haben. für Sie sind Hoffenheim. verdammt langsam. Und sie So kann er versemmeln da nicht. extrem viel, obwohl sie eigentlich noch ziemlich hohe Bewertungen haben, aber Dem hier Ball. erinnert mich sehr jetzt an Kevin. Mario Gomez. In dem Spiel Mario Gomez spielt sich fühlt sich ähnlich an, wenn man ihn spielt wie Ibisevic. Gut. Er ist ähnlich slow, Norfight. aber Gomez ist noch ein bisschen träger als Anstoß, Ibisevic. Ball war draußen. Ja. Plattenhardt. McGeady. Zack, und an den vorbei. Und an den vorbei. Das könnte gefährlich werden. Da kommt der Schuss. Doppelpassspiel und Da war es. abgefälscht. Lustig in den Schuss. Ha. Gleich kommt der Eckstoß rein. Ups, nee, nee, das Ding. Oh, what? Warum kommt dann der Mittelstürmer an? Was zum... Was war das denn für Der ein Verteidiger Pass, stört Jungs? ihn. Gut. Den Ball holt er sich. Und er schießt. Da passt der Klasse an. Ibišević! Ich hoffe, ich spreche den Namen übrigens richtig. Also es ist keine Garantie dafür, dass hier irgendein Name korrekt ausgesprochen wird. Ja. Ich kann sie leider nicht fragen, ob ich den Namen korrekt Der Gegner ausspreche. kann Ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie.
Ja. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Kalou. Ibisevic, das war ja auch eine interessante Pronunciation, Alter. Und das war's mit dem Angriff. Er fängt den Ball ab. Belastung. Hart Belastung. Aber okay, sehr gut. Ausgecountert, ausgecountert. Jetzt vielleicht. Entschlossen geklärt. Unnötiger Ballverlust. Ja. Besonders, weil ich eigentlich nur skippen wollte und nicht, dass der schon direkt einwirft. Aber naja. Weiser. Oh mein Gott, wieso kommt dieser Pass nicht an? Warum war das Ding so lahm wie meine Großmutter, ey? Pause in diesem WM-Viertelfinale und wer ins Halbfinale einzieht. Der Wechsel jetzt bei der Was? Warum? Und weiter geht's mit diesem Viertelfinale im deutschen Pokal. Bisher hält die Partie, was sie versprochen hat, finde ich zumindest. Mal sehen, wie sich das hier weiterentwickelt. Ja, die Partie hält, was sie versprochen hat. Sehr gut reingespielt. Und jetzt ein Also wenn du von der Partie erwartet hast, dass Hertha hier Hoffenheim komplett chancenlos an die Wand klatscht. Ja. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Richtig. Niklas Stark. Da könnte jetzt eine Chance entstehen. Bam! Hattrick für Ibisevic! Er ist so eisekalt vor dem Tor. Da schnürt er den Dreierpack. Boah, Junge! Hattrick für Ibisevic, oder? Ich glaube ja. Wait, es gibt diesen Leistungstab, wa? Der zeigt nur meinen Spieler an. Spielinfo. Tore. McGregor, Ibisevic. Genau. Einfach Hattrick für den Jungen. Der Ball spielt er raus. Hoffenheim mit dem Einwurf. Geht weiter hier. Schneller Einwurf. Geblockt vom Verteidiger. Jetzt gibt's gleich die Ecke. Alter, 0 zu 5 im Hoffenheim-Stadion. Im Pokal, ey. Wegen Handspiel. Und das vollkommen zu Recht, das war eindeutig. Die werden so keine Lust haben, die Hoffenheimer. Aufs nächste Spiel gegen die Herder. Das ist jetzt am Dienstag und das nächste Spiel von Hoffenheim gegen Herder. Ist einfach am Sonntag, am Samstag, ey. Die werden so keine Lust mehr haben. Und jetzt die Chance. Oh. Das wäre auch lächerlich gewesen, wenn das drin gewesen wäre. Aber ey, es steht 5-0. Ja. Damit ist jedes bisschen Lächerlichkeit absolut drin hier. I mean, nicht, das ist nicht mal meine größte Niederlage. Mein größter Sieg mit diesem Hertha-Team. Ja. Ich habe Galatasaray Istanbul. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich den Namen korrekt ausspreche. Wenn nicht, tut es mir leid. In diesem Modus in der Europa-Pokal. Und die Situation geklärt. Nicht Europa-Pokal, sondern doch, Europa-Pokal heißt das hier, glaube ich, in dem Spiel. Es ist halt die Euroleague. Und damit ist der Ball weg. Ja. Und da habe ich die ein bisschen abgefertigt mit 8 zu 0.
I mean, Hoffenheim hat immer noch die Chance. Bisher sind sie besser als Schalke, ja. Mal gucken, ob Barcelona am Dienstag besser ist als vor 2 Jahren. Obwohl Bayern sich jetzt eigentlich konstant verbessert hat seitdem. Ja. Also vielleicht nicht konstant verbessert, aber Bayern ist wenigstens ähnlich gut wie damals. Und soweit ich es mitbekommen habe, ist Barcelona aktuell noch in so einer Findungsphase, weil die halt super viel wegen ihrer hohen Schulden hat die Liga super viel Auge gemacht bei denen. Weswegen Messi ja auch weg musste, weil die Liga gesagt hat, nee, ihr dürft den vom Bezahlen her, dürft ihr das nicht. Messi hat zwar auf einen Großteil seines Gehaltes verzichtet, aber die Liga hat dann Nein gesagt. Es wird Wechsel geben. Beide Trainer wollen was verändern. Und ja. Davy Selke. Weiter gefährlich. Davy Selke. Schieber. Schuss! Und Boom! 6:0! Bam! Boah, das bockt richtig, ey. Ein Joker-Tor, er trifft das an Einwechslung. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Ja. Gut. Wer ist überrascht, dass die nachdem sie mit 0:6 hinten liegen, nicht mehr so ultimativ motiviert sind? Achso, für die natürlich, schon wieder. Makes sense. Übrigens nicht, also die Schiedsrichter, besonders in diesem Spiel, ist Katastrophe. Die haben alle keine Ahnung. Also ist nicht so, dass die Schiedsrichter in echt besser sind, ja. Sie sind aber nicht so schlimm wie hier, was ironisch ist, weil die sind schon schlimm. Was nicht komplett deren Schuld ist, aber ihre Entscheidungen wirken manchmal willkürlich, weil halt die Regeln der FIFA teilweise an einigen Stellen so kacke formuliert sind, dass die gar nicht anders können, als da willkürlich zu entscheiden, weil die Regeln gar nicht klar genug sind dafür. Und die Schiedsrichter dann irgendwie sagen müssen, ja, okay, es war jetzt nie in Ordnung. Oder, ja, keine Ahnung, hier ist in den Regeln nur so wischiwaschi. Ich kann nicht sagen, ob es in Ordnung war oder nicht. Hilfe. Oder so. Er setzt sich durch und gut. Boom, Junge! Jahrstein! Es gibt Eckball. Ey, Jahrstein ist in diesem Spiel so gut. Ich habe echt Angst, dass der am Ende der Saison weg sein könnte. Davy Selke. Weil die Bayern haben in diesem Simulation haben die Neuer verkauft. Die haben jetzt keinen vernünftigen Torhüter. Ich habe echt Angst, dass die dann irgendwie dem größten Liga-Konkurrenten, ja, den Torhüter wegkaufen. Gleich kommt die Ecke rein. Da kommt der Schuss. Da kann er stehen. Das war schwach. Der Ball fliegt genau in seine Richtung. Ja. Weil aktuell, also zum Glück sind wir noch auf Platz 1. Mein Pro war verletzt für eine Weile. Ich musste simulieren und die simulierte Hertha war super. Sie hat sich mehr angefühlt wie die aktuelle Hertha und weniger wie die Hertha, die hier schon die ganze Zeit die Liga komplett auseinander nimmt. Sind leider auch gegen Marseille rausgeflogen aus dem Europapokal. Und es bleiben noch 5 Minuten. Reguläre Spielzeit, mein Freund, reguläre. Richtig gut vom Torwart, den hat er sicher. Das war nicht der 16er, mein Freund, das ist
Gelb und ein Elfmeter, eigentlich. Weil. Vorbei. Und wenn man ehrlich ist, war es eine einseitige Nummer. Hier dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Puh, Körpereinsatz. Aggressiver zwar, aber sehr Körpereinsatz. Gute auch der Ball kommt an. Lauf, 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 lauf. Oh. Ja. Ich finde übrigens die Wechsel von dem simulierten Hertha-Trainer hier echt meh. Ja. Weil er teilweise echt immer die Mittelstürmer, also er wechselt immer die Mittelstürmer durch, ja. Und viel zu selten die beiden Flügel. Obwohl die das sind, die eigentlich viel mehr, wobei die Mittelstürmer machen hier halt super viel. Bei dieser beknackten Taktik, wo halt irgendwie keiner was macht, außer die Mittelstürmer. Oder besser sagt der Pro immer. Ibisevic ist ja langsam, deswegen kann er nicht so schnell mit zurückkommen, aber der Pro macht ja eigentlich. Der trägt die hier. Sehr viel. Also Schottland, die Taktik gefällt mir wesentlich besser. Und jetzt ein Schuss. Phänomenal. Und Chiba macht noch in der letzten Minute das wird heute wohl nichts mehr einen Punkt drauf. Ist fast vorbei. Ja. Sie haben es bis ins Halbfinale geschafft. Jetzt nur noch das war Viertelfinale, ey. Das ist einfach. Ibisevic 9,7 einfach. Einfach krank. Oh mein Gott, es geht im Halbfinale gegen Bayern und gegen Leipzig oder Gladbach. Weiter. Dortmund ist da gar nicht mehr drin. Krass. Boah, Alter. Ja, Hoffenheim komplett deklassifiziert. Guerrero ist Spieler des Monats, das ist einfach lächerlich, ey. Mein Pro trägt hier einfach schon durchgehend das ganze Kack-Herder-Team, ey. Sieht man hier eventuell auch, ne? Ist, Schalke auf Platz 3, ein, Hoffenheim ist Platz 7 und hier haben wir gerade 7:0 abgefrischt, sind über Leipzig und Gladbach, ne? Ich würde sagen, der Pokal gehört uns. Ja, letztes Mal 4:0 gewonnen. Ja, ich kann es euch ja mal zeigen. April, März, Berlin. Das war simuliert, da müssen wir weiter zurückgehen. Hier. Ja, 5:0 gegen Union. 3:1 Frankfurt. 5:1 Gladbach. Auha. 1:6 Leipzig. Ei, Karamba, ey. Autsch, 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 Autsch. Eins zu drei Leverkusen. 5:1 Gladbach nochmal. 1:6, okay, der geht hier wieder an Anfang dann. Ja, okay. Genau, 1:1, das war dann simuliert. Augsburg, ach nee, das war nicht simuliert, das 1:1 gegen Hoffenheim hier oder was? Nee. Wieso haben wir da schon gegen, wieso spielen wir so oft gegen Hoffenheim? Also jetzt im Januar? Denn jetzt zweimal im April, da fuck, warum spielen wir so oft gegen Hoffenheim? Ja, egal. Ich würde an dieser Stelle dann sagen, das war's erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein und tschüss.